Hallo ihr Lieben, ich bin's wieder, eure Gabriele von Konkabären. Heute möchte ich euch mal zeigen, wie man einen Kissenbezug mit Reißverschluss macht. Aber in zwei Versionen. Einmal ziemlich in der Mitte, so wie hier. Und das andere am Rand entlang, so wie hier. Nun wünsche ich euch viel Spaß beim Nachnähen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Wir nehmen mal eine Kissengröße von 36 x 36 cm, was wir uns aufzeichnen und so stehen lassen, damit wir das Kissenmaß immer vor Augen haben. Und nun das Kissen noch einmal aufzeichnen. Und dann eine Nahtzugabe von 1,5 cm ringsum einzeichnen. Ergibt ein Gesamtmaß von 1,5 plus die 36 gleich 39 cm. Und nun zur Rückseite vom Kissen. Wir zeichnen das Kissen wieder im normalen Maß und teilen es ungefähr ein Drittel, zwei Drittel. Ich nehme 10 und 26 cm. Und das gleiche zeichnen wir hier unten noch einmal ein, aber mit Abstand zueinander. Das größere Rückenteil 26 x 36 cm und das kleinere Rückenteil wird dann die 10 x 36 cm. Nun die Nahtzugabe ringsum einzeichnen. Das sind bei beiden Teilen auch wieder 1,5 cm. Das gibt zusammen beim größeren Teil 1,5 plus die 26 gleich 29 cm. Und an der Seite auch 1,5 plus die 36 gleich 39 cm. Das hier beim Vorderteil natürlich das gleiche ist, auch 39. Und beim kleinen natürlich auch ringsum eine Nahtzugabe von 1,5 cm. Das macht hier zusammen dann 1,5 und 10 gibt 13 und hier an der Seite logischerweise das gleiche wie die anderen 39 cm. Somit ergeben sich folgende Stoffmaße, die wir zuschneiden müssen. 39 mal 39 für das Vorderteil, dann 29 mal 39 für das größere Rückenteil. Und zu guter Letzt die 13 mal 39 für das kleinere Rückenteil. Und das sind die drei Stoffteile, die wir uns zuschneiden müssen. Diese drei zugeschnittenen Stoffteile müssen wir jetzt alle ringsum mit einem Zickzackstich versäubern. Ich verwende diese Einstellung dafür. Ihr könnt vom Rand ein Stück wegbleiben und erst dann anfangen zu nähen. Verriegeln braucht ihr hier nicht. Am Ende angekommen, einfach über den Anfang drüber nähen. Jetzt die beiden Rückenteile mit den längeren Seiten zueinander legen. Oben und unten sind die kurzen Seiten. Und vom oberen Rand zur Mitte und vom unteren Rand zur Mitte 3 cm einzeichnen. Dann von der Längsseite 1,5 cm nach innen markieren. Dies ist unsere Nahtlinie und das gleiche unten.
Das größere Rückenteil mit der rechten, also schönen Seite nach oben quer hinlegen und nur das kleine Rückenteil mit der rechten Seite nach unten auf das große Rückenteil legen. Die Seiten, die wir gerade markiert haben, liegen aufeinander und stecken. Es liegen die 39 cm Seiten aufeinander. Diese 3 cm werden normal genäht, dann mit großen Stichen bis zur nächsten Markierung und dann wieder die 3 cm normal nähen. Zuerst verriegeln, indem wir vor, zurück und wieder vornähen. Dann die 3 cm nähen und wieder verriegeln, zurück und wieder vornähen. Den Stoff etwas nach hinten ziehen, die größte Stichlänge einstellen, die ihr habt und weiter im Abstand von 1,5 cm zum Rand bis kurz vor der nächsten Markierung nähen. Den Stoff wieder bis zur 3 cm Markierung ziehen, normale Stichlänge einstellen, verriegeln, nähen, verriegeln. Nun die Nahtzugabe auseinanderbügeln. Hier am Ende der 3 cm Naht eine Markierung machen. Ihr erkennt das an dem Loch, wo ihr den Stoff nach hinten gezogen habt. Und das gleiche an der anderen 3 cm Naht. Den Reißverschluss mittig erstmal anlegen, mit gleichem Abstand zum Rand. Und zwar mit der Zähnchenseite nach unten. Und die Markierung übertragen. An dieser Markierung den Reißverschluss mit dem Knopflochstich oder einem Zickzackstich, den ihr auf 0 stellt, verriegeln. Ein Blatt Papier unten dran verhindert, dass ihr verrutscht. Und das gleiche am anderen Ende des Reißverschlusses. Und wer will, kann die Enden noch versäubern. Und das Papier anschließend einfach abreißen. Nun den Reißverschluss mit den Zähnchen nach unten, also die rechte Seite nach unten, mittig auf die Nahtzugabe legen und auch darauf achten, dass rechts und links der gleiche Abstand zum Rand ist. Und die Zähnchen müssen genau auf der Naht liegen. Erstmal mit ein paar Nadeln fixieren, so dass wir ohne Schwierigkeiten alles umdrehen können. Da wir von dieser Seite hier, von der rechten Seite, nähen, stecken wir den Reißverschluss mit genügend Nadeln fest. Und die Nadeln von unten entfernen wir wieder, denn sie würden beim Nähen stören. Und hier bei der 3 cm Markierung stecken wir eine Nadel ca. 0,5 cm entfernt rein, damit wir wissen, wie weit wir nähen müssen. Und das gleiche auch am anderen Ende. Jetzt ringsum den Reißverschluss festnähen. Reißverschlussfuß anbringen und hier bei der Nadelmarkierung anfangen. Mit ca. 0,3 cm Abstand zur Naht. Am Anfang verriegeln.
Wenn möglich, näht am Schieber vorbei. Bei der nächsten Nadelmarkierung anhalten, Nadel im Stoff lassen, rumdrehen, ca. 0,6 cm weiternähen, dann wieder drehen und die andere Längsnaht nähen. Falls der Schieber doch stört, ihn von unten nach hinten schieben. Kann etwas knifflig sein, aber es klappt. Und weiternähen. Und hier am Ende wieder verriegeln. Den Reißverschluss öffnen und die Naht, die wir mit großen Stichen genäht haben, auftrennen. Den Reißverschluss ein Stück offen lassen und dann das Vorder- und Rückenteil rechts auf rechts zusammenlegen, also so, dass die rechten, die schönen Seiten vom Vorder- und Rückenteil innen liegen und ringsum zusammenstecken. Und jetzt ringsum zusammennähen. Nach dem Nähen alle Nadeln entfernen. Den Reißverschluss vollständig öffnen und den Bezug wenden. Jetzt noch bügeln das Kissen beziehen und fertig ist die erste Version. Es folgt die zweite. Diesmal ist das Kissen 40 x 40 cm, was wir wieder aufzeichnen. Das lassen wir so stehen. Nun das Kissen nochmal aufzeichnen und ringsum eine Nahtzugabe von 1,5 cm einzeichnen. Das ergibt ein Gesamtmaß von 1,5, 1,5 und 40 sind 43 cm und das gleiche auch auf der anderen Seite. 1,5, 1,5 und 40 sind 43 und dieses Maß brauchen wir zweimal. Also wir müssen zwei Stoffteile zuschneiden, die je 43 x 43 cm sind. Zuerst beide Teile ringsum versäubern. Das Prinzip des Einnähens des Reißverschlusses ist das gleiche wie gerade beim geteilten Rückenteil. Wir markieren uns am Rand, wo der Reißverschluss rein soll, unsere 3 cm Marke. Und auch hier einen Abstand von 1,5 cm vom Rand entfernt. Und ein paar Hilfslinien können wir uns auch einzeichnen.
Nun die beiden Teile rechts auf rechts zusammenlegen, also die schönen Seiten liegen innen. Und an einer Seite, nämlich der markierten, stecken. Und wie beim geteilten Rückenteil nähen. Die 3 cm normal nähen. Stoff zurückziehen, mit großen Stichen weiternähen, wieder Stoff zurückziehen und die 3 cm normal nähen. Und die Nahtzugabe gut bügeln. Auch hier am Ende der 3 cm Naht eine Markierung machen, auf beiden Seiten. Auch wie vorhin den Reißverschluss markieren und Riegel einnähen. Hier die genähten Riegel wie vorhin auch. Nun den Reißverschluss mit den Zähnchen nach unten, also die rechte Seite nach unten, mittig auf die Nahtzugabe legen und darauf achten, dass rechts und links der gleiche Abstand zum Rand ist. Die Zähnchen müssen genau auf der Naht liegen, wie vorhin auch. Und jetzt erst mit ein paar Nadeln fixieren, so dass wir ohne Schwierigkeiten alles rumdrehen können. Da wir auch hier von der rechten Seite nähen, stecken wir den Reißverschluss mit genügend Nadeln fest. Und die Nadeln von unten entfernen wir wieder. Auch hier bei der 3 cm Markierung stecken wir wieder eine Nadel ca. 0,5 cm entfernt rein, damit wir wissen, wie weit wir nähen müssen. Und das gleiche am anderen Ende. Den Reißverschlussfuß einsetzen und wie gerade beim geteilten Rückenteil gezeigt, ringsum den Reißverschluss festnähen. Anschließend den Reißverschluss öffnen und die Naht, die wir mit großen Stichen genäht haben, auftrennen. Den Reißverschluss ein Stück offen lassen und beide Teile rechts auf rechts zusammenlegen. An einer Seite befindet sich der Reißverschluss. An 3 Seiten zusammenstecken. Die Reißverschlussseite bleibt unberührt. Hier beim Reißverschluss diesen nach innen drücken und feststecken. Und jetzt diese 3 Seiten zusammennähen. Und wie immer Anfang und Ende verriegeln, also vor, zurück und wieder vor. Alle Stecknadeln entfernen. Den Reißverschluss vollständig öffnen und den Bezug wenden. Jetzt das Kissen damit beziehen und fertig.
Nun wünsche ich euch viel Spaß und Erfolg beim Nachnähen der Kissenbezüge. Tschüss!